Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag und heute möchte ich euch so ein bisschen über das Thema mit euch quabbeln. Das war jetzt grammatisch so inkorrekt, dass ich mich gerade selbst dafür, also wirklich dafür könnte ich mich jetzt gerade selbst in Schienbein treten. Autsch. Ja, heute reden wir über das Thema, ja, wie soll ich das jetzt ein bisschen formulieren? Also es ist so ein Gefühl. Na gut, das klingt auch nicht so richtig wahr, aber so ein Eindruck. Ja, es ist ein Eindruck, den ich immer habe. Und zwar, wenn meine Mutter draußen ist, in der Welt da draußen, jenseits der Eingangstür. Ja, dann ist es immer so, dass wenn sie heimkommt, finde ich, dass sie, egal ob sie gerade frisch geduscht ist oder nicht, dass sie muffelt. Ja, und zwar habe ich immer so den Eindruck, sie riecht nach Sozialem oder nach der Welt da draußen. Ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich dann so, rieche ich nicht wirklich mit meiner Mom. Ich bin ja wirklich so, ich habe wirklich eine sehr gute Nase und auch eine sehr sensible Nase. Und wobei ich lustigerweise meinen Hasen überhaupt nicht mehr rieche. Das ist so ein Duft, den kann man total ausblenden. Also ich zumindest. Ja, und dann ist es so, dass ich wenn meine Mom nach Hause kommt, zum Beispiel sei es von einem Geburtstag oder von einem Geschäftstreffen oder von irgendwelchen Treffen mit Freunden oder irgend sowas, dann finde ich immer, dass sie furchtbar nach, ja, also ich nenne es dann immer so, weil ich es nicht anders bezeichnen kann, aber ich finde, sie riecht dann immer zu stark nach sozialen Interaktionen. Ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, aber das ist dann irgendwie so ein total furchtbarer Duft, der dann sie umgibt. Und wenn sie dann so eine Stunde oder eineinhalb daheim ist, riecht sie plötzlich wieder wie meine Mom und ganz normal. Es ist auch kein Duft, den ich sagen würde, dass er dann noch die ganze Zeit im Raum bleibt, sondern er hängt wirklich an ihr dran. Ja. Und ich finde dann irgendwie, ich rieche dann das ist alles, was da draußen in der Welt da draußen so ist, weil, also es ist mir heute so richtig bewusst geworden, weil meistens bin ich ja hier in dieser Wohnung. Also rieche ich meistens nur das, was hier drin ist und was ich gewohnt bin und was für mich normal ist und was für mich eben so alltäglich ist. Und wenn dann meine Mutter nach draußen geht und dann plötzlich wieder reinkommt, riecht sie ja nach was ganz anderem. Also dann riecht sie ja nach der Welt da draußen, nach dem ganzen, nach dem Feinstaub, dem Smog. Den Mock der Welt, entschuldigt, kann ich nicht anders sagen. Nach den Menschen, die, mit denen sie zusammen ist und mit denen sie dann so sich umgeben hat. Und das alles hängt dann irgendwie an meiner Mom dran. Aber es ist nicht nur so, dass meine Mom sowas hat, sondern auch wenn mein Vater heimkommt, dann riecht auch er ja erstmal überhaupt nicht gut. Und es ist meistens dann so, dass mein Papa sogar, also ich weiß, es ist jetzt nicht böse gemeint. Es geht jetzt wirklich nicht um meinen Vater, seinen Duft an sich. Aber ich finde, wenn mein Vater zu viel unter Menschen ist, riecht er wie eine Ziege. Es tut mir leid, anders kann ich es nicht formulieren. Aber er bockelt dann so ein bisschen für mich. Also ich rieche dann so einen bockelnden Duft. Aber ich schätze, dass auch bei meinem Papa so ist, dass es eher so dieses, die Welt da draußen ist. Und mein Vater ist ja berufstätig und der ist ja ständig bei Arbeit und kommt er mit vielen Menschen in Kontakt und deswegen riecht er danach wahrscheinlich so viele Sachen und so viele unterschiedlichen Düften, dass ich das dann eher als unangenehm wahrnehme und eher als was Backendes. Also an sich finde ich ja, dass meine Eltern immer, naja, nach Mom und Dad riechen. Also nicht, ich würde es neutral betrachten. Sie sind jetzt nicht, sie sind keine Rosensträucher, aber sie sind jetzt auch nicht gerade Ziegenböcke. Aber sie sind eben für mich gewohnt von dem Duft. Ich meine, meine Eltern, die riechen, seitdem ich denken kann, irgendwie immer gleich, weil meine Mom keine Parfüm auflegt und mein Dad sowieso nicht. Und deswegen riechen sie immer nach sich. Also die riechen nicht nach irgendwelchen Duftstoffen, nach irgendwelchen anderen Sachen oder so, sondern sie riechen wirklich immer nur nach sich. Und das finde ich eigentlich einen sehr viel angenehmeren Duft als alles andere, was so verfügbar ist. Und vor allem manchmal, wenn ich nachts irgendwie oder irgendwann mir Angst habe oder irgend sowas, dann schnuppere ich am liebsten an meiner Mom und es beruhigt mich. Ja,
Was wahrscheinlich daran liegt, dass man immer Phenole ausstrahlt, was eigentlich jede Frau tut. Das ist dieser Duft, diese Duftmarke, die Frauen ausstrahlen für die Kinder, damit sie finden. Habe ich mal zumindest irgendwo gelesen. Ob es noch so ist und ob es stimmt oder ob es überhaupt erwiesen ist, kann ich euch nicht beweisen oder so. Das ist wirklich, ich habe es mal irgendwo gelesen und ja. Und kann es für mich so wahrnehmen, dass ich bei meiner Mutter immer diesen angenehmen Duft rieche, der mich beruhigt und ja. Aber wenn sie eben dann direkt von draußen reinkommt, dann riecht sie nach so vielen anderen Sachen, dass ich ihren Duft nicht mehr wahrnehme. Und das empfinde ich dann immer eher als etwas Unangenehmes, als etwas Angenehmes. Ja, ich für meinen Teil, ich schätze aber auch, dass ich, wenn ich heimkomme und irgendwann mal irgendwer an mir schnuppern würde, der so eine gute Nase hat, dass der dann auch sagen würde, du riechst furchtbar. Weil ich vermute, dass das einfach so was ist, was jeder hat. Aber man riecht sich ja selber nicht. Egal, wie sehr man sich bemüht. Außer wenn man unter den Achseln schwitzt, das kann man riechen, aber das ist der Schweißgeruch. Wobei ich mich gerne wissen würde, warum man das riechen kann und warum die anderen Sachen eher nicht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Also ich meine, man riecht ja seinen eigenen Körper nicht. Ich meine, wenn ich jetzt an meinem Arm rieche, rieche ich irgendwie gar nichts. Naja, okay, ich rieche Seife, weil ich mir vorher gerade die Hände gewaschen habe. Aber ja, aber ich rieche meinen eigenen Duft nicht. Ich wüsste gerne, wie es wäre, wenn man seinen eigenen Duft riechen könnte. Also ich meine, wie viele Leute hätten wirklich noch Lust darauf, sich selbst zu riechen, wenn man sagt, ja, ich kann dich nicht riechen. Und was, wenn man sich selbst nicht riechen kann? Naja, entschuldigt, ich schweife ab. Ich denke, ich mache jetzt hier an dieser Stelle auch Schluss und wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint, ob ihr das auch kennt oder ob ihr das noch nie so erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmindoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wollte gerade sagen, nächsten nie wieder. ja. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao. Also mit diesem Knopf funktioniert es auch nicht mehr.